Lucy, Lynn, wie läuft's denn so bei euch? Jetzt brauchen wir den Koffer. Ich schrubbe und schrubbe, doch der Makel menschlichen Leidens bleibt. Okay. Nicht bei mir, Mom. Ich kicke die Staubflusen vom Platz. Schön zu hören. Oh. Lenny, wie läuft der Frühjahrsputz bei dir? Gut, sobald ich diesen Frühling finde, putze ich ihn. Ich höre eine Menge Gerede, aber keine Putzgeräusche. Ha, das will ich hören. Und die haben gesagt, das ist nicht zu schaffen. Zeit für eine Pause, Kinder. Kommt runter. Opa will euch allen per Videochat Hallo sagen. Staunt vor Ehrfurcht, während der fantastische Lincoln euch seine unglaublichen Jojo-Tricks vorführt. Den Hund ausführen. Walk the dog. Nicht dich, Charles. Ich meinte das Jojo. Eine Reise um die Welt. Around the world. Sorry, ich rede immer noch vom Jojo. Hä? Der fantastische Lincoln legt nun eine kurze Pause ein. Mist, das muss ich Lisa wohl beichten. Du hast mein Leben zerstört, du Nichtsnutz! Ich verachte dich und du existierst nicht mehr für mich! Tja, ich erzähl's Lisa doch nicht. Ach komm, Charles, seit wann hast du denn ein Gewissen? Ich hab gesehen, wie du aufs Sofa machst. Und hey, wenn ich mich einfach verkrümle, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ich lasse, ups, einfach die Beweise verschwinden und keiner hat was gesehen. Keine Ahnung, was schiefgelaufen ist. Wissenschaft ist eine launische Geliebte. Hi, Laurie. Hatten wir schon immer ein Fenster in unserem Kleiderschrank? Ach, das ist kein Fenster. Bei Lisas Experiment ist was explodiert. Was ist das? Für mein großartiges Babe. Lenny, wieso ist dieses Bild von Bobby hier auf deiner Seite des Schranks? Oh, da war's! Ein Überraschungsgeschenk von Bobby für euren 88. Tagestag. Ich sollte es verstecken, aber dann habe ich vergessen, wo es war. Dieser Tagestag ist vor 8 Tagen gewesen und Bobby hat mir Socken geschenkt. Ich glaub's nicht! Du hast dich ohne Witz hinter meinem Rücken mit ihm getroffen! Ich hab keine Schwester mehr! Ist alles in Ordnung nach dieser zufälligen und völlig unerwarteten Explosion, über die ich rein gar nichts weiß? Was ist passiert? Dir ist ein Regal auf den Kopf gefallen. Natürlich! Jedes Kind weiß, wer ein fallendes Objekt mit einer Beschleunigung von 9,8 Meter pro Sekunde im Quadrat auf den Kopf kriegt, verliert häufig das Bewusstsein. Ich wusste das. Die Frage ist, woher weißt du das? Hey, ich hab sowas mal im Film gesehen. Der Schlag auf Lennys Kopf hat ihr Gehirn verändert und sie plötzlich schlau gemacht. Lincoln, du scheinst nicht in der Lage zu sein, zwischen wissenschaftlichen Fakten und absurdem Hollywood-Quark zu unterscheiden. Versteh ich nicht. Siehst du, die gute alte Lenny kann nicht mal einfache deutsche Sätze verstehen. Nein, warum hast du deine Z-Polynome multipliziert, bevor du deine nicht-negativen Integer-Exponenten aufgelöst hast? Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss die Newtonschen Gesetze widerlegen. Bye-bye! Meine Welt macht keinen Sinn mehr. Hast du kein Sofa zum Draufmachen? Charles, das war eine rhetorische Frage. Worüber regst du dich so auf? Ich wurde gerade aus all meinen Sportteams geschmissen, weil ich die Klasse nicht schaffe. Wie ist das möglich? Gibt Lisa dir keine Nachhilfe? Das war mal, bis sie ausgestiegen ist und einen Job als Tankwart angenommen hat, draußen bei Flips Tankstelle. Sie hat was? Oh, ohne Sport ist mein Leben einfach sinnlos. Sehr verehrtes Publikum, darf ich vorstellen, die neue Miss Niedlich und... Ach, das ist halb so wild, Lola. Meine Fernsehkarriere ist hinüber! Au, meine Zähne! Okay, ich kümmere mich drum. Aha. Fröhlichen Hamburger-Dienstag, du Lusche. Gezeichnet Ronnie N. Und da ist dein Herz.
Lincoln hat eine Freundin. Was? Nein, hab ich nicht. Wann ist denn die Hochzeit, Lincoln? Haha, sehr witzig, Jungs. Ronnie und Lincoln sitzen in einem Baum. Knutschen miteinander, ja, man glaubt es kaum. Jungs, Ronnie N. ist nicht meine Freundin. Sie ist grob und gemein und total nervig. Ich leck lieber den Boden im Jungsklo ab, als die Zicke zu küssen. Ronnie N. Wow, Lincoln, jetzt hast du ihre Gefühle verletzt. Komm schon, Clyde. Ronnie N. ist das toughste Mädchen der Schule. Die schafft das. Du Monster! Au, das war jetzt wofür? Du bringst Ronnie N. zum Weinen! Wein? Das wollte ich nicht. Moment, woher weißt du das? Bobby hat's erzählt. Und dann hat er mit mir Schluss gemacht! Was geht das Bobby an? Naja, weil Bobby ohne Witz Ronnie N.'s Bruder ist! Er sagt, er kann niemals mit einer zusammen sein, die mit einem verwandt ist, der andere verletzt oder irgendwie so. Ronnie N. hat einen Bruder? Ich dachte, sie ist bei Trollen aufgewachsen. Ah! Das ist genau das, was Bobby meinte! Du bringst das wieder in Ordnung mit Ronnie N. Okay, okay, ich rufe sie gleich an und entschuldige mich. Nein, Taten sagen mehr als Worte. Bobby muss sehen, dass du nett zu ihr bist. Das ist der einzige Weg, wie wir wieder zusammenkommen. Und deswegen gehen wir auf ein Doppeldate. Was? Ist schon arrangiert. Wir haben eine Reservierung bei Jean-Jouans French Mex Buffet um 6. Und du wirst dafür sorgen, dass sie sich fühlt wie das tollste Mädchen der Welt. Boah, da leck ich lieber den Boden im Bad. Ich geh und bügel meine Hose. Hey Kumpel, du siehst ganz schön fertig aus. Du willst da bestimmt raus und mal deine Beine strecken. Ein paar Minütchen können ja wohl nicht schaden. Wo habe ich jetzt die Heuschrecken hingetan? Vielleicht muntern die dich auf, Frank? Wo bist du? Frank, komm raus, das ist nicht witzig. Mist. Wo steckst du, Frank? Wo steckst du? Wo bist du? Wo bist du? Wo ist wer? Da seid ihr ja. Die zwei süßesten Zwillinge der Stadt. Gefunden. Bis dann. Von mir gesprochen. Das will ich hoffen. Was um Schrödingers Katze? Entschuldige, Lisa, das räume ich später auf. Lynn, halt! Wir spielen Versteinern, cool. Au! Ro! Verdammt cool, wie du draufhaust, Schwesterchen. Hab dich! Was machst du mit meiner Plastikspinne? Plastik? Gar nichts. Hier, und hier dein Plastikhundecode. Ich hab keinen Plastikhundecode. Ja! War nur ein Witz. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Was tust du da, du kleiner Perversling? Ich such meine Kontaktlinse. Oh, da ist sie ja. Schon besser. Kann ich mich jetzt endlich wieder bewegen? Mist, Mist, Mist! Lincoln, du trägst gar keine Kontaktlinsen. Was ist hier los? Ja, du benimmst dich noch seltsamer als sonst, Bro. Ja, du kannst auf keinen Fall denken, Lana wäre süß. Okay, ich erzähl's euch. Frank sah fertig aus. Ich habe ihn aus seinem Käfig gelassen, damit er sich bewegen kann. Dann wollte ich ihm Heuschrecken geben und weg war er. Was wird denn hier geflüstert? Ach ja. Meine Überraschungsparty. Keine Sorge, ich verrat's mir nicht. Ah! Seht ihr, ich weiß von nichts. Ich mach mir nur einen Smoothie. Was tun wir jetzt? Oh, ich brauche Milch. Warte, du bist laktoseintolerant. Bin ich nicht? Was sollte ich denn gegen Laktosen haben? Laktosen tun doch keinem etwas. Nein! Hä? Hä? Oh. Na, Spinne! Also, wer will mal probieren? Es ist Quark und viel zu viel Spinat drin. Ja, ich weiß, habe ich wohl nicht nachgedacht. Ha, netter Versuch, Luann. Ich fall nicht schon wieder auf eine deiner Plastikspinnen rein. Obwohl, die hier wirklich ziemlich echt aussieht. Ah, Schlimmste,
spreche dir mein aufrichtiges Beileid aus. Und es wäre mir eine Ehre, die Beerdigung auszurichten. Ich habe eine Auswahl an Sagen parat. Was hattest du gedacht? Schuhkarton oder gegen einen kleinen Aufpreis? Mahagoni? Hey, Lincoln, ich hab dir einen Auflauf mitgebracht. Meine Tante sagt, in Zeiten der Trauer gibt es keinen besseren Trostspender. Danke. Das könnte genauso gut meine Beerdigung sein. Unsere Klasse wird mich dafür hassen, dass mir das mit Frank passiert ist. Wir haben uns hier versammelt, um die Tarantel Frank zu betrauern, die viel zu früh von uns gegangen ist. Ein Haustier, das allen am Herzen lag. Außer Lenny! Die Mörderin! Ja, das ist alles Lennys Schuld. Leute, es ist nicht Lennys Schuld. Es ist meine. Igitt. Ich wusste, dass Lenny Angst vor Spinnen hat. Trotzdem habe ich Frank mitgebracht. War eine blöde Idee. Ich hab's wohl verdient, dass unsere ganze Klasse mich hassen wird. Eklig, Cliff! Zeig etwas Respekt! Wow, merkwürdig. Dieser Haarball sieht genauso aus wie Frank. Eklig, Lana! Zeig etwas Respekt! Vielleicht ist es gar nicht Frank. Das ist auch ein Haarball. Was bedeutet, Frank könnte noch am Leben sein? Spinne! Und Lenny hat ihn scheinbar gefunden. Das war nicht Lenny. Diesen Schrei kenne ich. Oh, hi, Mr. Loud. Süßes? Spinne! Alles okay. Yo, Hops, gib mir ein Beat. Woohoo! Das ist meine Schwester! Und das ist deine andere Schwester! Warte, das ist meine Schuld, nicht Lana. Das war alles meine Idee. Ich habe doch jahrelang an meinem guten Ruf in der Schönheitsbranche gearbeitet. Und du hast alles ruiniert! Lola, hör mal! Und die Gewinnerin ist Miss Lola Loud! Juhu! Lola, ich hätte mich nicht für dich ausgeben dürfen. Sei nicht sauer auf mich. Nein, das war echt nicht nett. Aber du hast gewonnen. Und ich respektiere Gewinner. Aber trotzdem ist die hier für dich. Nein, du hast es verdient. Ihr beide. Und die Mulan-Jahreskarten. Halleluja! Halleluja! Wir zwei fahren ins Mulan! Hilfe! Mein Ball ist außer Kontrolle! All das könnte vorbei sein. Beendet einfach euren Streik. Nicht bevor du deinen beendest! Hi, wir sind vom Süß- und Heiß-Schönheitswettbewerb und wir wollen ein privates Interview führen mit Miss Lola Loud. Hier ist sie schon! Die nächste Miss Süß und Heiß! Igitt! Wohl eher Miss Bar, wie eklig! Interview beendet! Nein! Du! Das ist alles deine Schuld! Yeah. Laurie! Hey. Walt hat mir deine Nachricht zugestellt. Tja, sonst bekomme ich in deiner Nähe immer Nasenbluten, werde zum Roboter und häufig werde ich auch ohnmächtig, wie du weißt. Doch dies gibt mir nun endlich das Selbstvertrauen zu sagen, ich liebe dich auch. Was? Keine Sorge, deinem Bobby habe ich das schon verklickert. Es hat ihn hart getroffen, aber er tröstet sich gerade mit einer Cheerleaderin. Puh, endlich bin ich Lola los. Oh. Ja. 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 Nein, nicht du, Janice. Lisa, womit hast du denn gefüttert? Dein Name ist Mülli. Womit wohl, du Genie? Baby? Toll, Lincoln. Deinetwegen weint Lilly jetzt. Na, ist schon gut, Lilly. Ich bin mehr als nur die Häufchenpatrouille. Leute, wenn der Waschbär im Bettchen lag, wo ist dann Lilly? Lilly! Hoffnungslos, in diesem Durcheinander werden wir sie nie finden. Wir müssen sauber machen. Ich erkläre diesen Streik hiermit offiziell für beendet. Au! Wer ist dabei? Wir alle! Es ist alles geregelt. Luna wird nichts von diesem Konzert erfahren. Yo, Bro! Ich hab euch hier einen Platz freigehalten.
Luna, wie hast du von dem Konzert erfahren? Machst du Witze? Wenn es um Musik geht, weiß ich doch alles. Freust du dich schon darauf, dass ich dir zeige, wie man das beste erste Konzert der Welt hat? Oh, tja, also ich... Großartig. Als erstes, wir müssen dringend was an eurer Kutte machen. Eurer Kluft, Mann. Wow, eure Klamotten, Jungs. Die sind doch in Ordnung. 5 Minuten später. So ist es schon sehr viel besser. Kein Reißverschluss? Was ist, wenn ich pinkeln muss? Ein echter Fan geht doch nicht pinkeln. Und jetzt zeigt mir eure Rockpose. Was soll das? Meine Rockpose. So passe ich unterm Rock. Nein, Jungs, sowas wie den Teufelsgruß. Seht her. Yeah! Jetzt ihr. Yeah! Yeah. Gut, das üben wir noch. Also, zeigt mir eure Tanzmoves. Ich kann nicht tanzen. Was? Quatsch, jeder kann tanzen, Mann. Du musst doch nur den Rhythmus fühlen und beweg dein Hinterteil. Erdbeer oder Limette? Sehr gut, Lincoln. Und jetzt mitgemacht, Leute. Wir wärmen uns schon mal auf. Ich will euch hören. Hier mein Rad, mach nicht alles futsch. Pack das Leben an und knutsche die Knutsch. Hey, apropos Knutschen. Die ist voll dein Typ. Komm hier rüber, Bro. Sich beim ersten Konzert zu verlieben. Es gibt nichts Cooleres. Es reicht. Du gehst jetzt lieber. Bruder, ich will doch nur, dass dein erstes Konzert unvergesslich wird. Merkst du nicht, dass du mich voll blamierst? Unsere Schwestern haben mich vor dir gewarnt. Was redest du denn da? Du hast ihnen ihre ersten Konzerte verdorben. Und jetzt verdirbst du gerade meins. Autsch. Botschaft angekommen. Wenn du das wirklich so siehst, dann gute Nacht, Royal Woods Mall. Luna Loud verlässt das Gebäude. Bin ich zu weit gegangen? Clyde? Clyde, was machst du da? Meine Rockpose. Ich mag keine Konflikte. Clyde, die Schlange bewegt sich! Hey, nicht vordrängeln! Ihr stellt euch mal schön hinten an, Jungs! Aber das war unser Platz! Ach, komm! Wir haben's geschafft! Tut mir leid, Jungs. Smooch ist offiziell ausverkauft. Ich kann nicht glauben, dass wir keine Smooch-Karten gekriegt haben. Psst. Hey, Kleiner, hast du gerade gesagt, du brauchst Smooch-Karten? Ja, 2 bitte. Wir sind drin! Richtig, ihr seid drin. Und zwar gleich im Knast. Sind das gute Plätze? Schwarzmarktkarten zu kaufen ist illegal. Auf geht's, ihr Rabauken! Tja, dann übe ich mal ein bisschen tanzen. Ach, gib's auf, Kleiner. Sogar mit meiner kaputten Hüfte habe ich coolere Moves drauf. Halt die Luft an, Omi. Sonst wirst du nicht nur wegen Geschwindigkeitsübertretung angeklagt. Ich hab's einfach nicht drauf, Lincoln. Spielt doch keine Rolle. Wir gehen ja sowieso nicht zum Konzert. Hey, Kleiner Loud. Was machst du denn hier? Bobby? Was machst du denn hier? Das ist mein neuer Job. Laurie steht auf Männer in Uniform. Außerdem kann ich hier eine Menge über Polizeiarbeit lernen. Ihre gratis Chicken Wings aus der Fressmeile, Captain. Großartige Arbeit, Santiago. Jetzt machen Sie mir den Spitzel beim Asia-Imbiss. Ich glaube, die verteilen heute Frühlingsrollen. Jawohl, Boss. Jungs, eure Mutter ist hier. Was? Oh, meine Babys. Luna? Ich meine Mom? Zum Glück war ich am Telefon, als die angerufen haben. Officer, ich kümmere mich um die beiden. Ja, Ma'am, selbstverständlich, Ma'am. Hier, ihre Steaks, Captain. Was zum Henker soll ich denn mit Steaks? Ich will Frühlingsrollen, mein Sohn. Die waren leider schon alle. Also, hey, Luna. Du kennst ihre Mutter? Das ist nicht ihre Mutter, das ist ihre Schwester. Schicke Perücke übrigens. Perücke? Okay, gebt es zu. Ihr sucht alle nach dem Geld, habe ich recht? Offensichtlich. Naja. Du hast ja so recht. Wie bist du denn nur darauf gekommen, Sherlock? Ihr wolltet doch nicht mal glauben, dass das Geld existiert. Wenn wir es finden, krieg ich es. Das denkst du. Wenn ich es finde, gehört es mir. Nicht, wenn ich es zuerst finde. Ja. Träum weiter. Es gehört mir. Ihr habt eure Lektion offensichtlich nicht gelernt. Zurück auf den Dachboden. Die Antwort muss hier irgendwo drinstehen, das weiß ich. Reflektiert über meine Worte. Was könnte das bedeuten? Reflektion, klar. Ich gehe dann mal hier rüber.
und mach das da sauber. Was ist das? Gar nichts. Lincoln hat noch einen Brief gefunden. Okay, okay, beruhigt euch. Ihr habt den nächsten Hinweis also gefunden. Aber Vorsicht, wenn ihr euch so streitet wie meine Familie, entdeckt ihr nie die Kehrseite der Medaille. Wisst ihr was? Vielleicht sollten wir wirklich einfach aufhören zu streiten. Ja, Lincoln hat recht. Sobald wir mit dem Saubermachen fertig sind, sollten wir auf jeden Fall bei der Suche nach dem Geld zusammenarbeiten. Lori, reiß dich das Geld unter den Nagel! Warte! Denkt daran, was Sharon de Münz gesagt hat. Vergiss das, Sharon de Münz. Hier kämpft jeder für sich selbst. Ja! Schnuppe am Geld, Junge. Und jetzt los, such mehr! Hey, stopp das aus, Charles. Ich schwör dir, ich werde den Schein zurückbekommen, wenn ich darauf warten muss, dass er wann und wieder rauskommt. Ich rufe sie aus dem Jenseits. Ich rufe Mrs. Sharon de Münz. Wo haben sie ihr Vermögen versteckt? Sprich zu mir, oh, du Seele. Na los, Lady, sag mir endlich, wo die Kohle ist. Was hat Sharon gesagt? Sie sagt, raus aus unserem Zimmer! Hey, guckt! Das Brot ist Kohle! Das ist für Mäuse, das ist Moos und das Knete? Oh, kein Wunder, dass das weggeworfen wurde. Hey, was? Aus hier! Das ist unser Revier! Hey, komm zurück! Das ist mein Schein! Was gefunden? Oh nein, mein Herr! Such doch bei dir! Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Wo bist du? Ja, zurück! Zurück, ihr Bestien! Gefunden! Du hast das Geld gefunden? Nein, meinen fehlenden Blümchenschuh! Hier oben ist das Geld nicht! Vielleicht ist es unten! Das ist Zimmer! Das Wohnzimmer! Lillys Zimmer! Wir haben ohne Witz das ganze Haus durchsucht, aber nichts! Hallo? Mein Blümchenschuh ist doch nicht nichts! Vielleicht haben wir im Brief was übersehen! Lincoln, bitte komm! Hier, Clyde, wollen wir heute was machen? Ich würde schon gerne, aber ich passe auf Lilly auf und du willst sicherlich nicht... Hast du Witze? Ich kann toll mit Babys! Ich komme gleich rüber! Und aus! Over und aus! Mom sagt, zuerst müssen wir sie füttern. So, du setzt sie in den Hochstuhl und ich hole Essen. Ah. Mach den Hangar auf, Lilly. Hier kommt dein Flugzeug. Okay, leichte Turbulenzen. Gib her, lass mich mal. Sieht so aus, als will sie nichts essen. Sie ist nur ein Babykleid. Wir bringen sie zum Essen. Ich meine, wie schwer kann das sein? Weißt du, in diesem Buch Essen für Knirpse steht, dass wenn das Baby bei dir sieht, dass das Essen lecker ist, dann mag es das auch. Wieso liest du eigentlich ein Babybuch? Ich hatte einen Termin beim Therapeuten. Im Wartezimmer gibt's eine große Auswahl an Büchern. Tja, wir können's ja mal versuchen. Lilly, Hühnchen in Soße. Klingt das nicht voll gut? Lecker, lecker. Lincoln, warum ist da ein Hund auf dem Etikett? Ja! Ja, das war echt eklig. Wenigstens schaufle ich keine Häufchen bei Tante Ruth. Oh, ich hab die Zeit vergessen. Wenn meine Eltern rausfinden, dass ich nicht da bin, dann... Beschuldigen Sie mich und wir dürfen keine Freunde mehr sein. Dann darf ich nie wieder zu euch. Ich konnte mich nicht von Lori verabschieden. Richte ihr bitte etwas aus. Erstens, sie machte mich zum besseren Mann. Lori, ich bin spät dran. Keine Sorge, wir regeln das.
Okay, Mädels. Mission Rückenfrei halten startet. Auf die Posten! Ich habe Lincoln versprochen, ihm bei Mathe zu helfen. Oh, dann werde ich dein Plus Eins sein. Verstehst du? Oh ja. Ich hatte das zuerst. Nein, ich. Mädchen, oh, der Druck ist zu stark. Zweitens, sag Lori, dass ich mich an jedes ihrer Kleider erinnere. Hört endlich auf. Okay, Mom und Dad. Ich schätze, ihr helft Lincoln jetzt bei seinen Matheaufgaben. Hey, Leute, wisst ihr, was ich machen will? Ein Familiensingabend. 1, 2, 3. Nähere dich in einem 63-Grad-Winkel. Korrektur, 62 Grad. Entschuldigung, falsches Haus. Wo bist du gewesen? Wir standen da an der Ecke fast über 3 Stunden. Die Müllabfuhr wollte Lana ohne Witz zur Deponie bringen. Es tut mir äußerst leid. Ich hatte einen vollen Tag mit dem sehr reichen Lord Tetherby und konnte mich nicht loseisen. Ich kann nicht glauben, dass du einfach so mit einem reichen Angebertypen abhängst, anstatt deine eigenen Schwestern zu Burton Burger zu fahren. Ein Mann in einer Limo kann doch nicht in einem Rattenloch essen, das zum Rülpsen auffordert. Das schickt sich nicht. Du bist kein Mann in der Limo. Du bist ein Kind, das viel Senf verdrückt hat. Wenn deine Limo erstmal weg ist, wird es mit deiner Fantasiewelt ganz schnell aus sein. Oh, wirklich? Deswegen machen sie mich zum Mitglied ihres Clubs heute Abend. Nun, entschuldigt mich. Ich muss meine Abendgarderobe anlegen. Du wirst schon sehen, Lincoln. Du bist nicht besser als wir anderen. Nicht besser als wir anderen? Was denkt die? Ich bin bedeutend und habe an bedeutenden Orten zu sein. Apropos, warum fahren wir nicht? Das ist nicht akzeptabel. Können Sie nicht drumrum fahren? Da kann ich nichts machen. Tut mir leid, Lincoln. Nennen Sie mich nicht Lincoln, sondern Sir. Tetherby hatte recht. Ist man zu nett zur Hilfskraft, verwirrt man sie nur. Ein für alle Mal, Kirby. Ich bin der Mann in der Limo. Und Sie fahren hier die Limo. Was soll das Gepiepe? Das ist der Timer, Sir. Die Zeit ist um. Ihr Tag in der Limo ist vorbei. Was? Tja, der Witz geht auf Sie, denn ich habe den Senf mitgenommen. Wo zur Hölle bin ich? Nette Hündchen. Mögt ihr scharfen Senf? Ich selber mag ja eher den mittelscharfen. Der Witz geht auf euch. Das sind gar keine Lackschuhe. Das sind Turnschuhe, die ich angemalt habe. Tja, der Witz geht auf dich, weil... Wem mache ich was vor? Der Witz geht auf mich. Hallo, Tetherby. Ich bin's, Laut. Ich komme zu meiner Gala. Mein Gott, Laut, was haben Sie gemacht? Und noch wichtiger, was ist denn mit Ihrer Limo? Ich hab sie nicht mehr. Ohne Limo können Sie unmöglich in den Club. Das schickt sich nicht. Aber, alter Knabe, ich dachte, ich passe glänzend. Ja, schon. Damals hatten Sie eine Limo. Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss ungefähr 800 Lincoln-Ballons zerstechen.